So, here we are once again. Inzwischen habt ihr sicher mitbekommen, wer wir sind, was wir so machen und was am Ende unserer Arbeit dabei rumkommt. Aber wie wir genau arbeiten, was für Menschen wir im Grunde genommen sind und was wir so tun, wenn wir nicht gerade für Nekros durch die Weltgeschichte touren, das haben wir euch bisher vorenthalten. Nun ist es an der Zeit, mit offenen Karten zu spielen und euch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen zu verschaffen. Ursprünglich kommen wir aus Bad Münstereifel, wo wir beide erfolgreich unser Abitur gemacht haben und nun den nächsten großen Schritt, das Studium in Angriff nehmen. Ich, also Olli, studiere Wirtschaftsingenieurswesen für elektrische Energietechnik an der RWTH in Aachen, wenn ich nicht gerade meiner Kreativität freien Lauf lasse. Ich, Chris, studiere Volkswirtschaftslehre an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Und wenn Nekros nicht zu sehr an meinen Kräften nagt, bin ich auch hier mit vollem Einsatz dabei. Poquito, the beep beep, papi. Weil sich unser Leben nicht nur auf Lernen oder Arbeiten beschränkt, treffen wir uns gerne mit Freunden, feiern, spielen Karten, kochen oder was uns anderes in den Sinn kommt. Leidenschaftlich gerne spiele ich auch Schlagzeug. Oder verbringe ich die Zeit beim Betreuen einer Jugendmannschaft oder aktiven Kicken auf den Sportplätzen der Region. Wo wir arbeiten, lässt sich am besten durch die Größe unseres Büros beschreiben. Ganz getreu dem Motto, handlich muss es sein, reicht uns Ollis Wohnzimmer in Aachen oder das Schlafzimmer im heimischen Elternhaus. So, wir sind gerade auf dem Weg Richtung Heimat, auf der Autobahn, wie man sehen kann. Und der Olli, der sitzt gerade am Steuer und konzentriert sich. Das wird auch gerade ziemlich ruckelig. Und wir wollten euch gerade mal, wir haben ja das Büro abgebaut, jetzt zeigen wir euch mal, was wir denn so dabei haben. Der Rechner, die Tasche da ganz hinten versteckt, wo eigentlich die Kamera reingehört. Und noch ein zweiter Bildschirm. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Greenscreen. Genau, der Greenscreen, den wir nämlich nicht brauchen gerade im Auto, ja, beziehungsweise heute. Wir fahren nämlich wirklich. Dadurch pendeln wir also immer zwischen Bonn, Aachen und Bad Münstereifel hin und her. Wenn wir beim Kunden arbeiten, bauen wir fix alles ab und packen es ins Auto. Wie wir arbeiten, ist wahrscheinlich die spannendste Frage, die sich unsere Follower stellen. Leidenschaft, Fleiß und ein gewisses Maß an Liebe zum Detail kann man uns durchaus nachsagen. Und das spiegelt sich auch in unserer Arbeit wider. Ich sehe die Tappe nicht. Ein bisschen drehen. Ja. Ton bitte ab. Ja. 12,55 und bitte. Lilly! Oh mein Gott! Lilly! Lilly, bitte! So viel kann man. Lilly! Zusätzlich sind wir immer mit einem Lächeln auf den Lippen unterwegs und übertragen dieses auch an Helfer und Kunden. Dadurch steht der Spaß im Vordergrund. Somit kann man uns und unsere Arbeit durch die Begriffe Spaß, Detailverliebtheit und Freundschaft am besten definieren. Und was ist mit mir? Ja, Canulli. Ja, dich hat der Storch gebracht. Ich lispel nicht. Ich beweise es euch jetzt. Baum!